Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst besteht darin, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Dich klein zu machen, nur damit sich andere um dich nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem Einzelnen. We'll be right back.
fight with a nigga, money or his fucking family. I got grown niggas named Jonathan and one named Tammy. Y'all niggas got a fucking problem, say it to my fucking face. Got little niggas that'll sock you in the fucking face. And if you think that they won't sock you in your fucking face, then you a big loud pop right in your fucking face. Say it to my fucking face. Got little niggas that'll sock you in the fucking face. And if you think that they won't sock you in your fucking face, then you a big loud pop right in your fucking face.
take all five to get five. I am the one who knocks.
nicht mehr. Suicide toast.
hab eine Knarre in meinem Zimmer. Ich hol sie, gib mir 5 Sekunden. Dann komme ich wieder hierher und bang, puste ich in das Hirn raus. Du kannst es einfach nicht verstehen, oder? Du verstehst nicht. Macht gar keinen Stress. Aber ich will alles, was ich... Die hauen doch ab. Ich... Aber wir... Würdest du... Doc. Wer ist da? Bevor du wieder anfängst. Das war ein prophylaktisches... Ich hab noch einen ganzen Sack voller... Speziell für dich. Und ich hab eine Knarre. Also da habe ich nun eine ganz bescheidene Bitte geäußert. Nämlich die, dass man mir Haie mit einem gottverdammten Laser am Kopf beschafft. Ist das zu viel verlangt?
Fatality. Rutscher. Hm? Wie war das? Hören Sie, lassen Sie es einfach raus. Nein, ist schon gut. Alles in Ordnung. Das war Zusammenarbeit. Warte! Verdammte Warte! Wir sollen nicht über die verdammte Warte sprechen, aber die verdammte Warte spricht ins Gesicht! Schneid sie in nach der Hand gemacht! Thank you.
mögliche Keta, alles. So hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemand. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Du lässt es zu, dass man mit dem Finger auf dich zeigt und dir sagt, dass du zu nichts taugst. Wenn es hart auf hart kommt, willst du die Schuld dafür anderen geben. Einen großen Schatten. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regen. Die ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Es ist mir egal, wie stark du bist. Dich in die Knie zwingen, dich zermalmen, wenn du es zulässt. Nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Ja, ich bin
der wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Ja, ich bin so offen bei Namen. Behandle ich dich wie eine Nutte? Manchmal. Komisch, warum nur? Du verschissene Obernutte. Hast du Kinder? Nein. Willst du welche? Ja, aber nicht heute. Hatte sie ja Spaß, als sie hier war? Ich habe es nicht zu ihrem Vergnügen gemacht. Ich habe sie nur gefickt, weil ich dich ficken wollte. Ein guter Kampf ist nie fair. Na klar hatte sie ihren Spaß. Du weißt doch, sie liebt einen Schuldfick. Sie sind ein Tier. Ja? Warum hast du ihn gefickt? Weil mir der Nachbar. Warum? Weil ich Lust hatte auf ihn. Warum? Weil du nicht da warst. Warum mit ihm? Er hat mich höflich gebeten. Lügnerin. Und? Wer bist du? Ich bin niemand. Na los, schlag mich. Wenn du das brauchst, schlag mich, du Wichser. Das war ich. Hat Ihre Mutter Ihnen, als Sie klein waren, die Kruste abgeschnitten? Ja, wenn ich mich recht erinnere. Sie sollten die Kruste essen. Sie sollten mit dem Rauchen aufhören. We'll be right back.
Weißt du, was das Problem ist? Was? Es ist eingestellt auf M für Mini. Wir stellen es einfach um auf W für Bambo. Ich weiß nicht, ist Bambo ein richtiges Wort? Na, hör mal. Weißt du, ich Bambo, du Bambo, er, sie, es Bambo. Bambo, Bambo, NG, Bambo. Ich frag mich, ob als Dutz aus dieser Höhe reinkommt. Bambologie, die Lehre des Bambo, das ist doch der erste Klassenspruch. Schokolade? Ja, Sir. Mit oder mit ohne Nüsse? Schokolade! 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 Tut dir nicht weh. Es darf auch nicht entwürdigend sein. Kannst du mal bitte damit aufhören? Ja. So ist für dich Liebe machen schön, oder? Ja? Ja. Ist das für dich Liebe? Ja. Ja? Gut. Und ist das auch Liebe? Ist das für dich Liebe? Ist es damit? Ist das für dich Liebe? Ich bin überzeugt, was für mich schön ist, klar. Hör auf! Hast du sie noch alle?
bin ein Bastard. Dass du mit 5 Jahren erfährst, dass deine Schwester eigentlich deine Mutter ist. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Gut, und mit 17 erfährst du dann auch, dass dein Vater gar nicht dein Vater ist. Ist das dein Ernst? Fährt so jemand wie Sie eine Vergewaltigerausrüstung spazieren? Das ist keine Vergewaltigerausrüstung. Ich kann Ihnen jedes Teil, das Sie gefunden haben, erklären. Also ich weiß nicht. Eine Nylonstrumpfmaske mit Augenschlitzen, eine Handsäge, ein Brecheisen mit Klebeband umwickelt, dazu Messer, Seil, Handfesseln, sollen das Schlosserwerkzeuge sein? Und bisher haben Sie überhaupt noch nichts erklärt.